kapitalistische Instrumente neu verwenden, anders verwenden, zweckentfremden, hacken. Wie erinnern wir 130 Jahre nach der Berliner Konferenz den deutschen Kolonialismus aus afrodeutscher Perspektive? Utopismus gepaart mit Realismus, mit einer gewissen Ernüchterung, aber auch mit einem gewissen Verwirklichungsanspruch. Diese Idee wird momentan überall diskutiert. And if there's one ingredient that is truly original fascist, it is post-truth.